Hey Dominik, was war dein erstes Erlebnis mit Augmented Reality oder Virtual Reality? Oh, das geht schon eine ganze Weile zurück. Das war Mitte der 90er Jahre, Spielwarenmesse in Nürnberg. Das war der Virtual Boy von Nintendo. Und ich habe jedes Jahr gewartet, dass das Gerät auf dem deutschen Markt verfügbar sein wird. Das ist leider nie passiert. Das Gerät kam tatsächlich nur in den USA und in Japan auf den Markt. Und ich habe mir jetzt im letzten Jahr tatsächlich gegönnt, ein Gerät zu importieren. Ja, damit hat alles begonnen. Damit hat unsere großartige Reise in die Welt von Virtual Reality ihren Lauf genommen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt eines dieser Geräte mein eigen nennen darf. Okay, cool. Worin siehst du die Stärken von Virtual Reality und Augmented Reality? Verglichen jetzt zu klassischen Präsentationsmöglichkeiten. Nicht in Bezug auf Präsentationen, sondern generell. Generell bieten sie ungeahnte Möglichkeiten von Interaktion, Kontrollfunktion, Erlebnisse, all das, was man in der Realität so nicht oder nur sehr schwer realisieren könnte, wird in Virtual Reality, im virtuellen Raum, auf einmal möglich. AR, VR in 15 Jahren. Es fällt mir schwer, einen Ausblick in die Zukunft in 15 Jahren zu geben, da sich unsere Technik so schnell entwickelt. Gerade mit Blick auf Virtual Reality und Augmented Reality mag ich mir nicht anmaßen zu sagen, in 15 Jahren sind wir hier oder in 15 Jahren sind wir dort. Aber was ich ganz sicher glaube, ist, dass wir in 5 Jahren Displays haben werden, die permanentes Arbeiten in virtueller Realität ermöglichen werden, dass wir keine kabelgebundenen Headsets mehr haben werden, sodass wir uns ganz natürlich mit den Geräten auch bewegen werden. Jetzt hast du heute Abend bei der Presentation Summit in Las Vegas von AR-VR-Präsentationen gesprochen. Was macht eine VR-Präsentation besonders? Es ist ein einmaliges Erlebnis. Du bist vollkommen gefangen in der Präsentation. Es gibt keine Störquellen. Du bist ein Stück weit auch Regisseur der eigenen Präsentation. Hier kommt mein Lieblingswort, die monotone Frontalbeschallung. Man ist selbst Herr der Lage und man bestimmt selbst, in welche Richtung die Präsentation verläuft. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil auch wirklich mit klassischen Präsentationstechniken. Mit Augmented Reality-Erweiterungen im Präsentationsbereich hingegen sehe ich wieder ganz andere Möglichkeiten. Wenn man überlegt, dass man mittels Smartphone aktuell mit der laufenden Präsentation auf dem Screen interagieren kann. Und das, was heutzutage auf das Smartphone als Hilfsmittel ist, wird über kurz oder lang eine ganz normale Brille oder sogar eine Kontaktlinse sein. Jetzt hast du uns gerade von Virtual Reality Presentations erzählt. Worin siehst du den Unterschied oder was macht eine Augmented Reality Präsentation besonders? Vergleicht man Augmented Reality mit Virtual Reality, so ist es so, dass man bei der Virtual Reality Präsentation komplett abtaucht. Die Immersion ist quasi perfekt, während du bei der augmentierten Präsentation eigentlich beinahe noch die klassische Präsentation hinter dir oder vor dir hast, aber die Möglichkeit bekommst, aktuell mit dem Smartphone wirklich zu interagieren und dir Zusatzinformationen über die Präsentation zu besorgen. Und darin sehe ich einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber einer simplen zweidimensionalen Präsentation. Dein coolster AR-VR-Moment, das Erlebnis, wo du gesagt hast, oh mein Gott, das ist der Oberhammer. Definitiv der Flug durchs Weltall. Das war ein einmaliges Erlebnis, das würde ich jedem empfehlen. Man fühlt sich beinahe schwerelos und man lernt noch einiges dabei, über Sternbilder und über das Universum an sich. Also das war ein wirklich prägendes. Fliegst du da in einem Raumschiff durch den Space? Also, du fliegst frei durch das Universum. In welcher Branche wird sich Augmented Reality am meisten durchsetzen? Ich denke, Augmented Reality ist sehr, sehr spannend für alles, was mit Konstruktion, Automotive zu tun hat, aber auch Medizin. Überall, wo es darum geht, über die bekannte Welt Zusatzinformationen zu legen, um somit besser mit der realen Welt interagieren zu können. In welcher Branche wird sich Virtual Reality am meisten durchsetzen? Nun, aktuell ist es so, dass die Spieleindustrie ein ganz großer
Türöffner ist. Wir haben die Virtual Reality Brille von Sony. Das wird viele Gamer dazu bewegen, sich mit VR auseinanderzusetzen. Und abgesehen von der Spielindustrie ist es ganz klar Unterhaltungsindustrie. Und aber auch für Education, also Lernprogramme, Schulungssituationen in Virtual Reality machen für mich einen ganz großen Zukunftsmarkt aus. Mhm. Schaust du dir Virtual Reality Pornos an? Ich habe das tatsächlich einmal probiert und habe nach weniger als einer Minute erschrocken abgebrochen. Jeder sollte diese Erfahrung mal für sich selbst machen, dann weiß er genau, wovon ich gerade spreche. Okay, erschrocken, warum? Ausprobieren. Bei welcher Art von Präsentationen hat Virtual Reality am meisten Bedeutung? Virtual Reality lässt sich beispielsweise wunderbar für Produktpräsentationen nutzen. Wo immer ich die Möglichkeit haben möchte, ein Produkt wirklich zu erleben, einzutauchen, all das, was mit klassischen Präsentationsmöglichkeiten nicht gegeben ist. Überall, wo es darum geht, das bisschen mehr erfahren und erleben zu können, empfehle ich tatsächlich, mittels Virtual Reality Dinge greifbar zu machen. Und bei welcher Art von Präsentationen macht die Augmented Reality am meisten Sinn? Für mich ist es ganz klar ein Schwerpunktthema in der Finanzbranche, um ein Beispiel zu nennen. Dort geht es viel um Zahlen, dort geht es viel um zukünftige Entwicklungen. Dort geht es aber auch um Entwicklungen aus der Vergangenheit. Und ich denke, es ist gut, den Betrachtern die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, ob sie aktuell die zukunftsgerichteten Werte sich anschauen möchten oder ob sie lieber schauen möchten, wie verhalten sich die Zahlen in der Vergangenheit oder vergleichen Mitbewerber in Echtzeit. Überall, wo es darum geht, Werte zu vergleichen in Präsentationen. Man muss sich das vorstellen wie eine vierte Ebene in der Präsentation. Und wo immer das zum Tragen kommt, kann man mit Augmented Erweiterung einen klaren Mehrwert erzielen. Dann eine letzte Frage. Wird man in 50 Jahren Urlaub in der Virtual Reality machen oder seine Freizeit dort verbringen, seine Freunde treffen? Definitiv. Es gibt bereits heute etliche Anwendungen zum Entspannen in der virtuellen Welt. Und wenn ich jetzt an meine Großmutter denke oder an überhaupt das Thema Überalterung der Bevölkerung, genau für diese Zielgruppe bietet es ungeahnte Möglichkeiten, doch noch die Kreuzfahrt zu machen, doch noch die Karibikinsel zu besuchen und ein wirkliches Urlaubserlebnis bergsteigen zu bekommen. Ich glaube ganz stark daran, dass es auch ein großer Teil, also die Tourismusbranche, ganz, ganz stark auf den Virtual Reality Zug aufspringen wird. Okay, vielen Dank.